Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion. Heute im 4 gegen 4. Natürlich bleibe ich bei Mastermind. So, was können wir denn heute mal probieren? Ich glaube, wir nehmen einfach mal Fiesta. Welcome to Nova. Klingt gut für mich, nehme ich mit. Ja, und eine Menge magischen Schaden. Aber einen dicken Golem vorne. Riesenschnecken. Wir könnten das Schwein rausnehmen, dafür ihn reinnehmen. Ja, das mache ich so. Das heißt, erstmal einen Golem hinstellen. King aufwärts. Fertig. Zack. Start. Drüben ist eine dicke Harpie schon mal. Goldwerfer mit Angler und Yozora. Drüben ist ganz normaler Archer aufgewertet. Auch eine Yozora. Doppel! Die machen hier diese Doppelstrategie. Wie nennt man das nochmal? Split oder irgendwie sowas? Komm jetzt nicht drauf. Egal. Aber das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, dass Leute hier auf dem Brett spielen, wo sie zusammen spielen, zu zweit. Okay, ein Kätzchen ist mit dabei. Schieben wir mal eine Echse mit rein für die Katze. Und gucken wir mal, was passiert. Jetzt natürlich Gargoyles am Start. So. Ich vermute, meine nächste Runde wird das geschickt. Also baue schon mal, also dass ich schon mal einen Worker in die Warteschlange. Weil diese Runde nichts geschickt. Ja, eine blaue Schnecke. Schneckskin. Oh, einer ist weg. Ist wieder da. Der Nemo King. Alter, jetzt schon eine Rächerin. Holy shit. So, ich will natürlich verkacken. Also brauche ich jetzt ein paar Worker mit dazu. Damit die anderen auch von meiner Fiesta profitieren können. Was ist das? Was hat er genommen? Hybrid.
Katze ist tot. Oh, er könnte natürlich nächste Runde jetzt was mit Magieschaden hinpacken. Jawohl. Genauso wollte ich das. Ich will an sich verkacken, also baue ich gar nicht so viel hin. Mach das einfach so und fertig. Na, gucken wir mal. Er hat die Katze verbessert. Ja, sieht gut aus. Ich komm durch, jawohl. Und ich verkacke gerade so. So muss es sein. Sehr schön. So, mehr baue ich jetzt nicht. Der Tank hält schon ordentlich aus. Okay, es sind drei Mana-Rösser und Harpien. Bazooka ist mir dazu genommen. Zwei Rächerinnen, Seeschlangen und Schleime. Okay. Okay, ein bisschen mehr verkackt als ich wollte. Auch zwei Turtles geschickt. Bisschen was muss ich auf jeden Fall hinstellen. So großartig will ich ja nicht verkacken, ich will ja Mini verkacken. Ganz wenig. Aber manchmal ist das schwerer als zu halten. Für mich zumindest. Und der schickt sogar auf mich. Der vom Rang her ist der Experte gewesen, stand zumindest so da. Umso besser, oder? Der wird ordentlich was schicken, dass ich hier verkacke. Ah, das werde ich halten. Sieht zumindest danach aus. Yes, my Lord. Hätte längst mal mehr Mocker holen sollen. Here, every man has a price. Naja.
Katze, Archer und Zeus. Und so ein Hund. Aha, jetzt hat er noch einen Gaga hingestellt. Muss mir auf die Worker achten, dass ich mehr baue. Aufprall. So. Okay, nicht ganz so viel, weil ich den Boss will ich schon schaffen. Den Boss will ich schon schaffen. Aha. Die Doppelten haben auch verloren. Aber was ist das für ein Skin? Junge, Junge, Junge. Erstmal gucken, was ich bauen kann. Ihn verbessern. Ja, noch Golem hinstellen, ne? So, weil den Boss will ich auf jeden Fall schaffen und danach ist mir egal. Danach kann ich ruhig noch mal ein bisschen verkacken, um mein Team weiter zu unterstützen. Drachen geschickt. Jawohl. Ah, hab verkackt, aber gerade so. Das ist okay. Das ist kacke. Ich nehme die Riesenschnecken. Aber wir warten jetzt mal ein bisschen auf. Ich kann den nicht anwählen. Komm her. Frechheit. Und hat auch Riesenschnecken. Es hat natürlich ein Fürst des Todes, wenn ich die scheiß Riesenschnecken geholt habe. Gibt's doch gar nicht.
Yes, my lord. Immer schön Walker kaufen. Not enough gold. Immer schön weiter Walker kaufen. Stich macht hier auf jeden Fall Sinn. Ich kriege jetzt jede Runde die Schnecken. Sieht zumindest danach aus. Okay, er hat eine Kanone gebaut. Ja, ich komme nicht durch. Okay, ein bisschen durchgelassen. Kleines bisschen mehr als ich wollte. Aber es ist halb so wild. Die blocken das alle ab und ich glaube, der Geldwert, den man da rauskriegt, ist viel höher. Gerade bei 4 Leuten, die dann alle davon Geld bekommen. So, wir wollen ja weiterhin immer ein bisschen verkacken. So muss es sein. Stich, Stich, Stich. Stich, Arkane Verteidigung, Stich. Okay, jetzt hat er Bananenbäume hingestellt. Aber diese Runde? Okay, ich muss ein bisschen mehr bauen. Ich muss ein bisschen mehr bauen. Weil so viel will ich dann auch nicht verkacken. So. Wieder ein bisschen mehr gebaut. Bisschen König aufwerten, weil es macht ja sonst keiner. Damit wir den wenigstens voll kriegen, falls wir dann doch mal durchhauen sollten. Gucken wir mal. Ja, das sieht schon besser aus. Von der Verteidigung her. Ist schon wieder ein bisschen zu stark. Hm.
not enough gold. So, die tauschen wir einmal um zu den Tanks. Jetzt könnt ihr hier ordentlich ballern. Kann ich noch mehr Worker holen? Noch 440 geschickt. Und das werde ich wohl halten. Ist hier drüben aus. Der hält auch. Consider it done. Auch mehr Worker. Immer noch mehr. So. Damit wir auch mal ein bisschen vorankommen, was die Worker angeht. Schon fast 70. Das ist schon gut. Jetzt sind wir bei 580. Ja, da wird er durchkommen. Da wird er durchkommen. Mehr als mir lieb ist. Bisschen mehr als mir lieb ist. Jetzt schicke ich mal was Dickes. So, den verbessern. Ich brauche mehr Stichschaden auf jeden Fall. Und hier drüben ein paar mehr Tanks. Jetzt schicken wir mal was wirklich Dickes hier rüber. Auf jeden Fall noch ein Voreis mit rein für den Bananenbaum. Und dann schicken wir einfach noch den Rest mit den Riesenschnecken. Einfach nur Drachen geholt. Ja, das verkacke ich auch, aber das ist schon gar nicht mehr so viel. Der ist durchgehalten, ey. Gibt's gar nicht. Einfach Drachen schicken. Einfach wie die anderen immer Drachen schicken. Ja, der hält wirklich gut.
Ist auch ganz oben. Okay, jetzt bin ich schon mal über 100 Worker. Das ist schon mal sehr gut. Drachen schicken. Drachen schicken. Oh, 160 kriege ich noch zusammen. Keine Ahnung, Echsen schicken. Nice. 1260, das ist schon viel. Er hält halt einfach gegen, ne? So, was kann ich noch verbessern? Den muss ich verbessern. Die verbessern mehr. Schlitz. So. Jetzt so langsam will ich auch gar nicht mehr verkacken, sondern einfach nur meine Runde halten und gut. Ich hänge ein bisschen zurück. Zumindest wenn er mir hier schickt. Der wehrt das halt einfach ab, ne? So, jetzt müssen wir aber hier ordentlich bauen. Damit ich da auch gegenhalten kann. Holy shit, der hat nur Mana-Rüsser und einen Haufen von denen. Krasser Shit. Dann schauen wir jetzt hier die letzte Runde ein und schicken dann auf 22 oder 23, irgendwie sowas. So. Not enough gold.
So. Jetzt bin ich erstmal gut ausgestattet für die nächsten Runden. Wie hält er sich denn? Erstaunlich gut. Ich wehre jetzt hier auch alles ab. Gar kein Ding. Er hat 2000 geschickt. Ja, der hat auch ordentlich Schotter. So, das heißt, ich werde den mal noch auf und erstmal so einen, der hinten steht. Also Golem vorne hinsetzen. Was macht den Sinn? Alter, er hat so viel durcheinander, ne? Auf Bananenbäume, Schweine hat er. Kanonen. Also schon noch viel Stich schicken und Aufprallmagie eher nicht so. Aber wir schicken einfach mal so einen Haufen Hexen mit rein. Dann natürlich den Klassiker mit dazu. Und jetzt könnte ich noch Kraken reinschicken oder Stich, sowas halt, na. So ein Ding ist das. Ah, da fällt eine Pieper, aber da kann ich ja so eine Kaukappe noch verkaufen. Sehr gut. Den kriege ich noch. ...3900, Junge! Oh Mann! Ich bin aber ganz schön weit oben, Platz 3! Von Werten her. Jetzt komme ich durch. Jetzt komme ich durch. Okay, wir haben aber auch fast alle schon verkackt. Okay, drüben sind alle down. Drüben sind alle down. Bei uns hat einer gehalten. Ich glaube, das verlieren wir, weil die schneller da sind, oder? Oh, knappes Rennen. Aber gewonnen. Das ist aber noch mal ganz schön knapp geworden, die letzte Runde. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mich hat keiner Fiesta genommen. Nur ich. Also waren die auch einfach so ganz fett mit der Kohle dabei. Alter, wir haben was für ein Comeback. Das gibt's doch gar nicht. Wir waren die ganze Zeit hinten dran. Verrückte Geschichte. Das war's mit der Runde Legion. Lasst mal ein Like da. Auch gerne ein Abo, wenn ihr gerne mehr Videos sehen wollt. Na, ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.